Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Kino des DFF zu einer weiteren Sonderveranstaltung im Rahmen unseres Begleitprogramms zur Sonderausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967. Sie sehen es schon auf der Leinwand, wir haben heute ein ganz besonderes Setting. Und das erklärt sich daher, Sie sehen es natürlich, wenn Sie nach links und rechts schauen im Kinosaal, die Plätze sind natürlich mit Abstand markiert. Wir können nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen wie normal. Und nun hat uns jüngst auch die Corona-Pandemie dergestalt ereilt, dass Frau Professorin Doktorin Claudia Bullerjahn von der Universität Gießen leider nicht persönlich zu uns kommen kann. Ich darf Sie erstmal beruhigen, Frau Bullerjahn geht es bestens. Sie ist nicht an Corona erkrankt, ihr geht es gut. Sie wäre auch sehr gerne zu uns gekommen. Und wir hätten uns natürlich sehr gefreut, Sie persönlich heute Abend hier begrüßen zu können in unserem Kino. Aber die Universität hat leider aus Sicherheitsgründen Bedenken gehabt, dass sie in das Risikogebiet Stadt Frankfurt am Main reist und hat ihre Dienstreise nicht genehmigt. Dafür haben wir Verständnis, bedauern dies natürlich einerseits. Auf der anderen Seite haben wir versucht, jetzt mit großem technischen Aufwand Ihnen dennoch ein schönes, ansprechendes Vortragserlebnis zu ermöglichen heute Abend. Und Sie sehen es schon auf der Leinwand, Frau Bullerjahn ist uns aus Gießen zugeschaltet. Ich darf Sie natürlich erstmal kurz vorstellen an dieser Stelle. Und wir haben auch, wie gewohnt, natürlich im Anschluss an den Vortrag wie immer noch die Möglichkeit zur Publikumsdiskussion. Und an dieser Stelle möchte ich, bevor ich unsere Gastrednerin des heutigen Abends vorstelle, erstmal noch ein großes Dankeschön aussprechen an vier Personen, die sich heute im Laufe des Tages kurzfristig bereit erklärt haben, hier einen außerordentlichen Einsatz zu leisten, damit wir das technisch hinbekommen. Einmal an die Leiterin der Kinoabteilung des DFF, Natascha Gikas, außerdem im Vorführraum Christian Appelt, der wieder einen Mitschnitt produzieren wird der heutigen Veranstaltung, und natürlich im Saal Günther Volkmann und Michael Besser. Und ich bitte um Ihren Applaus. So, das musste mal gesagt werden an dieser Stelle, denn ohne diese vier würde hier gar nichts laufen. Jetzt ist es mir aber eine ganz besondere Freude, unsere Gastreferentin des heutigen Abends vorzustellen, Professor Dr. Claudia Bullerjahn, die seit 2004 Professorin für systematische Musikwissenschaft und Musikkulturen der Gegenwart am Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Justus-Liebig-Universität in Gießen ist. Frau Bullerjahn ist unter anderem auch mit Schwerpunkten Filmmusik, Musikfilm, Computerspiel, Musik und Werbemusik befasst, hat dazu vielfältige Publikationen herausgegeben, ist daran beteiligt. Sie war unter anderem mitbeteiligt an einer Publikation 2017 zu dem Hitchcock-Touch und hat hier geschrieben über Music and Sound in Hitchcocks Early British Sound Films. Sie hat sich auch publizierend auseinandergesetzt mit Musik und Narration im Westernfilm. Sie hat über die Psychologie der Filmmusik publiziert oder auch Musik im audiovisuellen Kontext von Film, Fernsehen und Videospiel. Claudia Bullerjahn ist natürlich als eine Expertin für die Filmmusikforschung in Deutschland auch in verschiedenen Forschungsverbünden aktiv. Sie war 1991 bis 2005 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie und 2005 bis 2019 Mitherausgeberin des Jahrbuchs Musikpsychologie. Ja, und sie beschäftigt sich insbesondere auch mit den Forschungsfeldern der musikbezogenen Wahrnehmung, der Motivation und der Performance. Und das passt ganz wunderbar zu unserem Ausstellungsthema, wo wir ja den Sound ins Zentrum rücken, eben The Sound of Disney. Und heute Abend werden wir, wie schon oft in der Begleitreihe, dieses enge Zeitfenster der Ausstellung 1928 beginnt mit Steamboat Willie, dem ersten synchronen Ton-Cartoon von Walt Disney, bis hin dann zu 1967 The Jungle Book, dem letzten von Walt Disney maßgeblich zu Lebzeiten noch mitverantworteten Film. Diesen engen zeitlichen Rahmen werden wir heute Abend noch mal sprengen. Denn ich freue mich sehr, dass Frau Professor Dr. Bullerjahn heute Abend einmal über zwei Filme sprechen wird, die in unserer Ausstellung
auch vorkommen, nämlich Snow White and the Seven Dwarfs aus dem Jahr 1937 und den eben schon erwähnten Jungle Book aus dem Jahr 1967. Und wir öffnen den Blick dann aber auch auf The Little Mermaid, den wir ja nachher dann sehen werden, aus dem Jahr 1989 und The Lion King aus dem Jahr 1994. Und ich freue mich sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt ist und sie angenommen hat und wir in diesem besonderen Format heute Abend sie doch noch nach Frankfurt holen können, wenn auch nur virtuell. Ich freue mich sehr auf einen Vortrag zu Trickfilm-Musicals von Disney, zur Analyse von Musical-Konventionen in Hinsicht auf Dramaturgie, Figurenkonstellationen und Songs. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Frau Prof. Dr. Claudia Bolajan. Vielen herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich hoffe, dass Sie mich alle gut hören. Und ich würde dann nämlich gerne dann auch direkt meine Präsentation, die ich vorbereitet habe, freigeben. Und sehr gerne. Wir hören Sie wunderbar. Vielen Dank, Frau Bolajan. Gut, okay. Und dann werde ich das jetzt machen. Und zwar, ich kann schon die Präsentation sehen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn bei Ihnen auch alles zu sehen ist. Es ist alles zu sehen. Wir sind bereit. Dankeschön. Super. Ja, wie Sie schon wissen, geht es jetzt nicht um alle Filme von Disney, es geht nur um die Langfilme und von diesen Langfilmen nur um die Trickfilm-Musicals. Und ich will mich damit auseinandersetzen, aus irgendeinem Grund hängt es jetzt, ich weiß nicht genau weswegen, jetzt geht's, Entschuldigung, besonders mit Musical-Konventionen im Hinblick auf Dramaturgie, Figurenkonstellationen und Songs. Und dabei werde ich nicht nur das Bühnenmusical in Blick nehmen, sondern ich werde auch das Filmmusical, was nochmal davon zu unterscheiden ist, anschauen. Und ich habe Ihnen vorweg, damit Sie sich besser orientieren können, eine Gliederung mitgebracht. Die Einleitung haben Sie ja quasi schon gehört. Als erstes soll es gehen um Konventionen, Strukturen und Gestaltungsprinzipien von Filmmusicals, wie sie von verschiedenen Autoren in den letzten Jahrzehnten so überlegt wurden. Also noch nicht Trickfilmmusicals und auch nicht die von Disney. Dann soll es darum gehen, was ist eigentlich mit den Songs? Wie ist der Form und der Stil von Songs sowohl im Bühnen- als auch im Filmmusical? Gibt es da Unterschiede oder gibt es da eben Ähnlichkeiten? Dann kann man die Songs vielleicht auch irgendwie in Typologien aufstellen. Gibt es da verschiedene Typen von Songs? Das ist deswegen wichtig, dass ich Ihnen das vorweg vorstelle, weil wir danach gucken, ob es bei den Disney-Trickfilm-Musicals eben auch sowas gibt, also diese besonderen Typen. Ich werde dann was allgemein sagen zur Ästhetik, Inhalt und der Form von Disney-Trickfilm-Musicals, wobei ich mich nicht nur auf die Musik beschränken werde. Und ganz zum Schluss geht es dann um ganz konkrete Beispiele von Songs aus vier ausgewählten Filmen, die Herr Peiler freundlicherweise schon genannt hat, wo ich Ihnen zeigen werde, dass tatsächlich bestimmte Konventionen übernommen werden. Und da gibt es noch ein kleines Resümee. Und ich würde dann jetzt einfach mal starten, meiner ersten Folie. Nämlich mit den Konventionen, Strukturen und Gestaltungsprinzipien von Filmmusicals. Erstmal kann man sagen, dass ein Musical prinzipiell ist eine Mischung aus Dialogen. Und die Dialoge stehen nicht immer alleine, sondern die sind zum Teil mit dem sogenannten Score unterlegt. Also das ist das, was Sie immer im Hintergrund von Filmen hören, wenn Sie genau darauf achten. Was aber nicht irgendwie eine Quelle hat, dass man weiß, woher die Musik da kommt. Und sogenannter diegetischer Musik, das ist das Gegenteil. Diegese, das ist das, was man im Film sehen kann und eben auch sehen kann, dass dort Musik produziert wird, also dass jemand singt. Und was man auch noch sehen kann, was auch indirekt zur auditiven Ebene gehört, ist, dass getanzt wird zu aktuell dort in der Filmszene zu hörender Musik. Dann ist das Entscheidende bei Filmmusicals, dass sie immer zum Ziel haben, dass Vergnügen bereitet wird. Es geht seltener darum, dass da tatsächlich tragische Inhalte dargestellt werden, sondern eigentlich ist immer Unterhaltung das Hauptziel. Und das hat sich auch nicht geändert. Es wird eigentlich immer gependelt zwischen der gesellschaftlichen Realität, die wir alle aus dem Alltag kennen, und einer vorstellbaren Welt, einer Utopie,
Wobei diese Utopie letztendlich auch nicht siegt, sondern die wird quasi durch Vorstellungen und Gefühlen der Rezipienten dargestellt. Und es ist zum Schluss eigentlich immer so, dass die Protagonisten sich dann doch in der Wirklichkeit arrangieren. Dann eine Strategie, die Altman besonders beschrieben hat, das ist die sogenannte Dual-Focus-narrative Strategie. Das ganz Typische von Filmmusicals ist oft, dass zwei Charaktere, zum Beispiel ein Mann und eine Frau, gegeneinander abgesetzt werden. Es werden Parallelen, Ähnlichkeiten und Unterschiede aufgezeigt. Und das macht man nicht nur anhand von Handlungen und Kameraaufnahmen oder den Orten, wo die gezeigt werden, sondern auch mit den Songformen. Und es wird dann, werden dann solche Klischees verbreitet, wie zum Beispiel, dass Männer strikte Arbeitsmoral haben, Frauen eigentlich nur immer interessiert sind an Juwelen und solche Dinge. Und dass die eigentlich nicht vereinbar sind. Aber das wird oft parallel inszeniert, indem die beispielsweise den gleichen Song singen, nur mit anderem Text. Und die Harmonie oder quasi die Auflösung, dass das eben doch vereinbar ist, das passiert meistens mit dem Ziel der Hochzeit zum Schluss. Und was auch noch ganz typisch ist für Filmmusicals, das wird von der Frau Feuer besonders genannt, das sind ist die Spontanität, dass man hat zunächst eine Szene, die eigentlich oft ja fast doch real aussieht, wobei das so eine Sache immer bei Filmmusicals ist mit Realität, aber plötzlich wird daraus eine Tanz- und Shownummer, oft mit Requisiten, die gerade so in der Szene vorkommen. Sie denken vielleicht an Singing in the Rain, wo plötzlich dann der Schirm ganz verschiedene Funktionen kriegt und dort eingesetzt wird. Und was auch wichtig ist, und das spielt besonders beim Musical jetzt in neuerer Zeit eine Rolle, dass oft das Publikum direkt angesprochen wird, direkt integriert wird, dass also sozusagen keine vierte Wand existiert, sondern als ob der Darsteller das Publikum direkt sehen könnte. Ich komme nun zum Formen und zum Stil von Songs in Bühnen- und Filmmusicals. Und zwar ist eigentlich die Songform nicht so besonders überraschend erstmal. Man kennt das ja von Volksliedern, dass es oft einen Wechsel zwischen Strophe und Refrain gibt. Beim Musical wird das oft Verse genannt, also die Strophe. Und der Refrain, den nennt man, ist meistens eher ausgeprägt als Chorus. Das kommt daher, dass der Refrain oft auch vom Chor gesungen wurde. Aber das muss nicht sein. Den Begriff hat man dann weiter beibehalten. Manchmal ist es auch nur eine Refrainzeile, die sich am Schluss des Stücks wiederholt. Die Strophe wurde am Anfang des Musicals oft nur gesprochen. Also sie wurde gar nicht unbedingt gesungen oder sie wurde erst gesprochen, dann gesungen und dann und dabei nur eine ganz einfache Akkordbegleitung. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie das Opernrezitativ. Nach und nach gab es Standardisierung. Und eine ganz typische Standardisierung von der Form eines Songs im Bühnen- und Filmmusical ist die sogenannte 32-getaktige Songform. Und dabei ist es ganz typisch, dass man das einen Wechsel von zwei Teilen hat. Der erste Teil, der wird meistens wiederholt, dann gibt es den anderen Teil und zum Schluss kommt nochmal der erste Teil. Später wird dann noch ein anderer Teil eingefügt, der ist hier als C gekennzeichnet und der ist meistens kontrastiv, also abwechslungsreich und meistens auch nur 8 Takte lang, deswegen da auch der englische Begriff Middle Eight. Und da kann die Reihenfolge wechseln, wie man wo man das platziert, dieses C. Kann zum Schluss sein, kann mittendrin sein oder auch der A, kann anders angeordnet sein oder es wird manchmal auch das B nochmal nur instrumental präsentiert. Es gibt dann später noch Abänderungen, wie zum Beispiel die 12-taktige Bluesform oder dann ja, die übliche Form eines Popsongs, aber das sind solche Standardisierungen, die passiert sind. Aber man kann sagen, obwohl es diese Standardisierung gibt, ist eigentlich das Typische von Musicals und besonders von neueren Musicals, dass ganz verschiedene Stile verwendet werden. Und zwar immer angepasst an den zeitgenössischen Publikumsgeschmack. Somit kann man feststellen, dass die ganz frühen Musicals
oft noch sehr operettennah sind. Also fast also kann man es verwechseln, kann nicht genau sagen, wenn man es nicht wüsste, das ist eine Operette oder das ist ein Musical. Es werden dann eben auch solche Sachen verwendet wie Walzer oder Märsche oder auch Polkas gibt es so. Später gibt es dann eher vermehrt Ragtime, Jazz, Blues-Einflüsse und ganz zum Schluss dann eben Rockmusik-Einflüsse. Das, wie gesagt, ist die Anpassung an den zeitgenössischen Publikumsgeschmack. Aber es findet auch immer eine Anpassung statt an die dramatische Situation oder die Person, die zu charakterisieren ist. Es gibt auch Formen, die größer sind als der Song. Es gibt eine Form, die nennt man die Musical Scene. Das ist nicht nur ein Song, sondern da hat man eventuell mehrere Songs hintereinander oder auch einen Wechsel von Songs und Rezitativen und dann via Dialoge, die vielleicht auch noch mit Musik unterlegt sind. Und dann wird womöglich wieder ein Song aufgegriffen, der vorher schon da war. Man nennt das auch eine Reprise. Und das Ganze folgt eigentlich der Handlung, dem Handlungsablauf. Das ist oft auch so eine verbundene Handlung, zum Beispiel eine Traumhandlung. Vielleicht kennen Sie das Musical Ein Amerikaner in Paris, wo auch so eine zusammenhängende Traumhandlung ist, wo ganz viele verschiedene Stücke hintereinander kommen. Oder es erfolgt nur dem Gedankenprozess eines Charakters, der sich vorstellt, was wäre, wenn. Und das wird dann eben visualisiert und in Musik umgesetzt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Songs kombiniert werden. Ich habe ja eben davon erzählt, dass oft zwei Charaktere, ein weiblicher, ein männlicher, gegensätzlich dargestellt werden und dann oft das gleiche Lied eigentlich singen, nur mit anderem Text. Das wäre so ein Counterpoint-Song. Oft ist es aber auch so, dass es zwei verschiedene Songs sind, die aber irgendwie gut miteinander kombiniert werden können, die also harmonisch zusammenpassen. Und sowas nennt man dann einen Combination-Song oder das ist, kennen Sie vielleicht als Quartibet im Volksmusikbereich. Ja, wie sieht es denn nun mit Songs aus? Wie kann man die denn eigentlich klassifizieren? Wie kann man die unterscheiden? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten zu gucken, wie man das klassifiziert. Eine Möglichkeit hat ursprünglich der Herr Engel vorgeschlagen, 1975. Der hat nämlich geguckt nach Textaussage und musikalischem Charakter und hat dann vier verschiedene Formen unterschieden. Das kennen Sie bestimmt, die erste Form, das ist die Ballade. Die Ballade, das ist meistens ein langsames Tempo oder mittleres Tempo. Es gibt eine fließende Melodie, es ist einprägsam. Oft ist es auch die Hitsingle aus einem Musical, meist assoziiert mit Liebe. Und es geht darum, dass ein Charakter sich ganz deutlich öffnet und sein inneres Gefühlsleben darstellt und auch selbst reflektiert. Dagegen der Charme-Song, da geht es mehr darum, um eine charmante Charakterisierung von Figuren. Es soll unkompliziert sein, optimistisch, vielleicht auch ein bisschen rhythmisch und es soll deswegen auch den Plot vorantreiben. Ich werde dafür ja Beispiele bringen, deswegen, wenn das jetzt ein bisschen abstrakt ist, haben Sie keine Angst. Dann der Comedy-Song, wie der Name schon sagt, hat das was mit Humor zu tun. Also es wird sich in komischer Weise mit den Widrigkeiten des Lebens auseinandergesetzt, wobei dort eigentlich das definierende Element nicht die Musik ist, sondern eher der Sprachwitz. Natürlich in Musik gefasst. Und das Letzte ist die sogenannte Rhythmusnummer. Und diese Rhythmusnummer, die hat meistens einen treibenden Beat oder auch einen markanten Rhythmus, der zur Bewegung anregt. Also ist das oft auch eine Tanznummer. Und sie hat oft ganz typische charakteristische Hooks, sogenannte Hooks. Hook heißt ja auf Englisch Haken. Das bedeutet, das Ohr hängt fest und merkt sich das. Vielleicht kennen Sie I got rhythm, I got music. Das wäre auch so ein typischer Hook, der rhythmisch ist. Ne? Also sowas. Gibt es öfter mal, dass dann mit Absicht dann so ein wiedererkennbarer Rhythmus mehrmals wiederholt wird? Wie gesagt, das war eine Möglichkeit der Klassifizierung von Songs, aber das ist nicht die einzig mögliche. Eine zweite hat zum Beispiel Laird vorgeschlagen, 2011. Es gibt aber auch noch andere Songarten, die immer genannt werden, die habe ich jetzt aber mal weggelassen, zumal sie eigentlich in den Disney-Trickfilm-Musicals nicht so wichtig sind. Diese Klassifizierung ist nach dramaturgischer Funktion, welche Rolle eben ein Song innerhalb des Musicals spielt und danach, wie sie produziert ist, diese Nummer. Und zwar die Eröffnungsnummer, wie das man das schon vermuten kann, steht am Anfang eines Musicals und es geht da im Idealfall darum, in komprimierter Weise schon mal das Thema des Musicals vorzustellen und auch das gesamte Ensemble.
Dann der sogenannte I Want Song. Das ist ein ganz typisches Konzept von Song. Es hat meistens eine recht frühe Platzierung innerhalb der Dramaturgie, weil es geht darum, die Hauptmotivation des Charakters, der dort im Mittelpunkt steht, darzustellen. Und das muss natürlich am Anfang stehen, weil man muss ja verstehen als Zuschauer, warum handelt er so. Dann die sogenannte Production-Nummer. Da geht es darum, dass es eine große Ensemble-Nummer ist, meistens mit Tanz, oft unter Beteiligung des gesamten Ensembles. Und auch hier geht es darum, oft einen wichtigen Teilaspekt besonders zu betonen. Eine weitere Form, die dort lernt, ist die 11-O'Clock-Number. Das wird Sie vielleicht erstmal verwundern. Das kommt aus dem Bühnenmusical. Da geht es darum, das Interesse an dem Stück oder an der Dramaturgie nochmal zu erhöhen, kurz vor Schluss. Deswegen 11 o'clock, also 11 Uhr, wenn also sozusagen die Leute schon fast den Saal wieder verlassen, damit man sie noch mal kurz eben hochpusht, bevor das große Finale kommt. Und das Aktfinale präsentiert meistens noch mal das gesamte Ensemble. Also wir haben dann so eine Bogenform, so eine Klammer rundherum bei diesen Bühnen- und Filmmusicals, den klassischen Filmmusicals, wo das Ganze noch mal zusammengefasst wird. Ja, jetzt kennen Sie verschiedene Typen von Bühnen- und Filmmusicals, Songs. Und ich möchte jetzt direkt zu der Ästhetik und dem Inhalt und der Form von Disney-Trickfilmmusicals kommen. Eventuell haben Sie das auch schon in anderen Vorträgen etwas gehört, aber das macht sicher nichts. Ist ja immer gut, wenn mal etwas wiederholt wird. Ich sehe gerade, da ist etwas zu schnell hochgegangen. Also entscheidend ist, wenn man sich die Disney-Trickfilmmusicals anguckt, dass die oft sich sehr zeitlos präsentieren. Es werden fantastisch utopische Welten dargestellt, es geht um Märchen, es geht um Fabelwesen und das Ganze ist eingebunden in alte, nostalgische Stoffe. Also Nostalgie ist ein wichtiger Punkt für Disney-Trickfilm-Musicals. Es geht aber auch um Moral. Moral spielt immer wieder eine ganz wichtige Rolle, was man tun darf und was man nicht sollte und ja. Es gibt teilweise Andeutungen an Bühnenmilieu, wie beim frühen Filmmusical. Man nennt die übrigens diese Backstage-Musicals. Vielleicht kennen Sie 42nd Street, das ist so ein typisches Backstage-Musical. Fred Astaire verfilmt, vielleicht kennen Sie das. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn es eben aus einem Milieu kommt, wo die Leute sowieso immer auf der Bühne auftreten. Dann hat man pausenlos Gelegenheit, Shownummern mit Showposen einzubringen. Das ist bei Disney-Musicals in der Regel nicht so, weil es handelt ja nicht von Musikern oder von Tänzern oder sowas. Aber trotzdem gibt es immer wieder mal vereinzelt Shownummern mit Showposen und Ornamentbildung, die ganz typische für die frühen Filmmusicals sind. Und da werde ich Ihnen auch ein Beispiel zeigen. Dann kann man feststellen, dass sich die Disney-Trickfilm-Musicals an der dreiteiligen klassischen Form orientieren, ähnlich wie das auch Filmmusicals machen. Man könnte meinen, dass Bühnenmusicals das nicht machen, weil die eigentlich immer zwei Akter sind. Aber die Aufteilung in Akte sagt nichts darüber aus, wie der dramaturgische Verlauf sind. Sie sind eigentlich auch dreiteilig, nur dass die ersten zwei Teile vielleicht im ersten Akt kommen und der letzte Akt dann eben der dritte Teil ist. Dann kann man feststellen bei diesem sogenannten Underscoring, dass da immer die Dominanz einer Filmmusiktechnik ist. Also wenn ich jetzt auf die Filme eingehe, die wir nachher sehen, oder zumindest drei davon, dann kann man feststellen, dass bei Schneewittchen die sogenannte deskriptive Technik ganz groß ist. Also das ist die Technik, wo es, die man auch oft, wenn es sehr stark auftritt, Mickey Mousing nennt. Das findet man also auch in diesem Trickfilm-Musical in früher Zeit. Dagegen bei der kleinen Meerjungfrau Ariel, da ist es so, dass dort sogenannte Leitmotivtechnik sehr wichtig ist. Also da geht es darum, dass tatsächlich immer wieder gleiche Motive verwendet werden im Zusammenhang mit gleichen Personen, eventuell auch mit Gegenständen oder Gedanken. Und die sogenannte Moodtechnik, die dominiert eigentlich sehr stark bei The Lion King. Das hat auch immer mit den jeweiligen Komponisten zu tun, weil zum Beispiel eben Hans Zimmer, der beim Lion King das Underscoring übernommen hat, ja sehr stark eben auch sonst oft mit Moodtechnik arbeitet. Moodtechnik heißt, dass man immer die jeweilige Stimmung besonders ausdrückt in der Filmmusik und dass man nicht unbedingt mit wiederkehrenden Motiven arbeitet. Kann man aber, muss man nicht.
Man kann insgesamt auch sagen, dass die Musikästhetik von Disney-Trickfilm-Musicals eher rückwärtsgewandt ist, eher konservativ. Das Bühnenmusical, aber auch das Filmmusical, die sind meistens schon viel weiter. Die sind schon viel moderner. Dann ist eben in dem Disney-Musical immer noch auf die sichere Nummer gesetzt worden, auf das sichere Konzept. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass man natürlich Zuschauer generieren will und ja, von dem Verkauf der Kinokarten dann auch irgendwie was rauskriegen will. Deswegen hat man zu Anfang die ersten Filme und Snow White and the Seven Dwarfs ist ja das erste Disney-Trickfilm-Musical, ist noch ganz deutlich eine Operettenorientierung zu spüren. Das werden Sie nachher auch hören. Später gibt es leichte Jazz- und Blues-Einschläge. Das werden wir sicher besonders dann eben auch beim Dschungelbuch sehen. Ab den 80er Jahren, das ist eben auch die Zeit beginnt mit The Little Mermaid, haben wir mehr eine Orientierung an populärer Chartmusik. Und ab der Mitte der 90er Jahre dann werden vermehrt auch Popmusiker als Songwriter einbezogen. Zum Beispiel Elton John jetzt bei Lion King oder Phil Collins bei Tarzan. Und wie sich das weiterentwickeln wird, wir werden sehen. Aber so würde ich das im Moment sehen, die Aufteilung. Und man kann auch feststellen, dass zu Anfang eher mehr Songs vorhanden waren. Snow White zum Beispiel hat 8 Songs. Und die sind relativ kurz, die sind zum Teil nur 1,5 Minuten lang. Dagegen heutzutage ist die Norm 5 Songs. 5 Songs, die dann aber auch mindestens doppelt so lang sind, meistens sogar über 4 Minuten hinaus, was ja die übliche Songlänge im Bereich der Rock-Pop-Musik überschreitet etwas. Man kann auch feststellen, dass insgesamt es 4 verschiedene Soundkonzepte in Disney-Trickfilm-Musicals gibt. Ich habe das anhand des Songs ja schon ein bisschen gesagt, aber ich möchte es noch mal ein bisschen genauer aufgliedern. Dieser Operettensound, der ist natürlich darauf zurückzuführen, dass wir da ein vornehmlich symphonisches Ensemble haben. Wir haben 34 bis 50 Spieler. Also wenn Sie wissen, dass ein normales Sinfonieorchester so 80 hat oder mehr, dann ist das eben reduziert, aber noch kein Kammerorchester. Wir haben sehr dominante Streicher. Es gibt natürlich alles, was ein symphonisches Orchester hat, also Blech und Holz und Schlagwerk. Aber das Besondere ist, dass bei diesem Operettensound für komische Akzente besonders die Holzbläser und das Schlagwerk eingerichtet werden. Wenn Sie vielleicht an Hei-Ho denken oder also viele Sachen, die so der Marsch der Zwerge zum Beispiel vorkommt bei Schneewittchen. Da kann man das ganz deutlich hören. Leider zeige ich Ihnen diesen Song nicht, aber gucken Sie mal nach, wenn Sie sich den Film ansehen. Der Gesangsstil, das wird Ihnen auch nachher auffallen, das ist ja Operettengesang mit sehr starkem Vibrato. Das würde man heutzutage auf der Bühne bei einer Operette auch nicht mehr so hören. Und Koloraturen bei hohen Stimmen, bei hohen weiblichen Stimmen vor allen Dingen. Und da, wie gesagt, ein Beispiel wäre eben Snow White and the Seven Dwarfs. Den nächsten Sound habe ich Broadway Sound genannt. Wobei, wenn man es genauer sieht, beim Bühnenmusical würde man da noch eine Unterscheidung zwischen älterem und neuerem Broadway Sound treffen. Aber ich finde eigentlich, dass bei den Disney-Trickfilm-Musicals es immer so eine gewisse Kombination ist von Elementen des jeweils zeitgenössischen Jazz, besonders natürlich des Swings, und europäischen symphonischen Traditionen. Es ist in diesem Fall schon meistens ein Kammerorchester, also es sind nicht so viele Spieler, 18 bis 26. Die Streicher sind nicht mehr so süßlich und dominant. Man hat auf jeden Fall eine Blechbläser-Section und vor allen Dingen sind dort schon Saxophone dabei als ganz jazztypische Instrumente. Das Klavier ist auch dabei, weil das Klavier sehr hilfreich ist bei Kammerorchestern, weil es eigentlich alle Stimmen übernehmen, die ansonsten fehlen würden. Und immer einspringen kann für alles. Da kann man dann eben auch kurzfristig noch mal mehr reduzieren auf nur 9 Spieler und dann übernimmt das Klavier den Rest. Und Drumset haben wir schon. Das ist bei dem Operettensound noch nicht dabei. Hier gibt es das Drumset ab und zu. Und wir können feststellen, dass der Gesangsstil sich auch ändert. Wir haben hier meistens oder sehr häufig Sprechgesang, aber auch das sogenannte Shouting. Shouting ist ganz typisch für den Bluesgesang. Aber ja, auch für viele Jazzgesang, besonders Hot Jazzgesang.
Und ein Beispiel dafür wäre das Dschungelbuch. Der dritte Soundtyp ist das Mega-Musical, der Mega-Musical-Sound. Diesen Begriff habe ich mir nicht ausgedacht, sondern den habe ich aus der Literatur entnommen. Und da geht es eigentlich darum, dass wir wieder ein klassisches Ensemble haben. Vielleicht ein bisschen weniger als beim Operetten-Sound, aber doch noch relativ groß. Aber es kommen jetzt Rockmusik-typische Instrumente dazu, wie zum Beispiel E-Gitarre, E-Bass, Drumset, Keyboard, auch schon Synthesizer. Und der Gesangsstil, ich hatte hier jetzt nur Belting geschrieben, aber selbst beim Beispiel The Little Mermaid, wenn Sie an den Anfang denken, und hören Sie da mal genau hin, wenn das nachher kommt, das ist eigentlich eine Opernszene, die man dort sieht, mit ja, weiblichen Sängern, die eigentlich im Belcanto singen, also im Operngesangsstil. Und sowas kann dann vorkommen, aber Sprechgesang gibt es bei diesem Mega-Musical-Sound auch, wenn Sie an die Seehexe denken, die singt ja im Sprechgesang. Und der Popkünstler geprägte Sound, ich habe davon ja schon gesprochen, dass Popstars als Songwriter eingesetzt werden, da haben wir eigentlich als Ausgangspunkt die Rockbandbesetzung, also sprich zwei Gitarren, E-Bass, Schlagzeug. Keyboard meistens noch, dann noch ergänzt durch symphonische oder wie hier beim Beispiel des König der Löwen, ethnische geprägte Klangfarben, wobei die nicht unbedingt ganz korrekt sein müssen. Da wird dann durchaus schon mal eine japanische Flöte kombiniert mit einer afrikanischen Trommel und was fällt mir noch ein, noch eine italienische Mandoline, wenn es eben einfach dem Klang dienlich ist. Und das Ganze wird dann als afrikanisch verkauft. Ne? Das heißt nicht, dass es afrikanisch ist, aber es klingt so, wie sich der Zuschauer vielleicht afrikanisch klingend vorstellt. Ja, das sind die verschiedenen Soundkonzepte, die ich ausmachen konnte. Und ich möchte jetzt direkt zu den Beispielen kommen. Und zwar möchte ich beginnen mit der Ballade. Und die Ballade gibt es schon bei dem ersten Disney-Trickfilm-Musical, nämlich bei Snow White and the Seven Dwarfs. Und da möchte ich gerne, dass Sie sich jetzt anhören, den Song Somewhere My Prince Will Come. Und ich werde jetzt mal ganz kurz mich stumm schalten. Das war der erste Clip. Gut. Alles klar, weil, wie gesagt, ich höre es nämlich nicht richtig. Deswegen müssen Sie mir immer sagen, wenn es zu Ende ist. Ja, also Sie haben jetzt hier gehört, das ist die typische 32-taktige Form des Songs. Sie haben auch festgestellt, dass am Anfang gesprochener Vers ist, also wie das in der Frühform oft ist. Es entwickelt sich aus dem Dialog mit den Zwergen, zwischen Schneewittchen und den Zwergen. Und wir haben hier mit der ABAC-Form eine der wichtigsten Formen, man spricht eigentlich oft von der Tin Pan Alley Zeit, also man meint damit die typische amerikanische Songform, wie sie eben in den frühen Musicals verbreitet war, aber auch bei sonstiger populärer Musik. Und wir hören hier ganz deutlich als Modell den langsamen Walzer und eine langsame Walzer ist natürlich ein ganz typisches Element der Operette. Ich komme aus irgendeinem Grund. So, jetzt geht's weiter. Und zwar zum sogenannten Charm-Song. Ich hatte ja schon gesagt, der Charm-Song, der soll die Darsteller charmant vorstellen. Und ich habe ihn dort das bekannte Hakuna Matata ausgewählt aus dem König der Löwen. Und ich bitte Sie, sich das mal anzuhören. Okay, ja, Sie haben festgestellt, das ist ein Song, da werden die drei Charaktere positiv dargestellt. Sie verbreiten Optimismus, obwohl die Situation für den kleinen Löwen alles andere als gut ist. Es ist ein zwingender Mit-Tempo-Shuffle-Rhythmus, den wir dort haben. Aber es sind Einschübe. Sie haben dort festgestellt, es gibt dort Stellen, wo dann die Charaktere aus ihrem Leben erzählen. Es gibt dann Stellen, die so ein bisschen showartig sind. Da gibt es nämlich einen sogenannten Verfolger, also einen Lichtkegel auf den kleinen Löwen, womit das plötzlich eine Bühne wird. Na, wir haben da dieses Wechselspiel, obwohl es im Dschungel stattfindet. Und da haben wir so etwas, was wir auch von dem Filmmusical kennen, also von dem Realfilm-Filmmusical. Okay. Jetzt hören wir Sie nicht mehr, Frau Bulajan. Entschuldigung, ich komme nur zu dem Charm-Song. Ich weiß nicht, warum man das automatisch eben ausgestellt hat. Das Problem war, Kein Problem.
Gut. Also man hätte den Song eigentlich auch als Comedy-Song einordnen können. Es gibt also Überschneidung, weil es war ja auch witzig dargestellt. Aber hier ging es wirklich darum, diese neuen Charaktere, die ja der kleine Löwe gerade erst kennengelernt hat, einzuführen. Dazu ist so dieser Charm-Song ein gutes Mittel. Bei dem folgenden Stück haben wir auch einen neuen Charakter, der eingeführt wird, nämlich Balu der Bär. Und der stellt sich vor über einen Song, The Bare Necessities, zufällig der einzige Song, der von einem Songwriter geschrieben wurde, der dann nachträglich gefeuert wurde. Und trotzdem wurde natürlich genau dieser Song ausgerechnet der erfolgreichste. Am besten sehen wir uns ihn jetzt direkt an. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ist schon witzig. Gut, also Sie haben gesehen, deutlich auch gehört, dass hier so die jazztypischen Einschläge sehr gut zu hören sind. Sie haben dort hier das Banjo, was sehr dominant zu hören ist, dann der Teekistenbass. Sie hören sehr gut die Blasinstrumente mit Dämpfer, besonders die Trompeten. Und es ist ein Stück, was ein schnelleres Tempo hat. Es soll durch seine Aktion und den Text die Leute zum Lachen bringen, also durch die Arbeit mit Requisiten, mit der Banane, mit den Kokosnüssen und so weiter. Und die Musik an sich tut nichts anderes dazu, als eine fröhliche Stimmung zu verbreiten, aber die ist nicht für die komischen Situationen verantwortlich, sondern das ist eher eben die Situation, aus denen das entsteht und eben der Text. Immer wenn ich Return drücke, dann macht er das Mikro aus. Komisch. Gut, kommen wir nun zum nächsten. Wir haben hier mal die Situation einer sogenannten Opening Number, also einer Eröffnungsnummer. Das ist bei den frühen Musicals kaum zu finden. Das wird eigentlich nicht gemacht, aber wir haben hier eine richtig typische Eröffnungsnummer, wie man sie vielleicht auch beim Bühnenmusical finden würde oder eben bei großen Filmmusicals, nämlich im König der Löwen mit Circle of Life. Und das wollen wir uns jetzt auch mal anhören. Okay. Ja, wie gesagt, ich höre immer nur so ab und zu bruchstückhaft so ein bisschen von der Musik. Deswegen kann ich immer nicht sagen, wo sie gerade sind. Ja, wir haben hier dort gemerkt, dass das schon sehr viel stärker an der damaligen Popmusik orientiert ist. Vielleicht kennen Sie gar nicht diese Version des Songs, sondern die von Elton John gesungene. Aber innerhalb des Musicals taucht als erstes eben diese auf und da werden alle Protagonisten vorgestellt, also das gesamte Ensemble, wenn man so will. Wobei die jetzt nicht direkt sichtbar singen, aber es werden alle in einer großen Nummer gezeigt, alle auf einmal. Und es wird vor allen Dingen eigentlich das, worum es geht, nämlich dass wieder ein neues Familienmitglied dazukommt und der Kreislauf des Lebens sich vervollkommnet, das wird gezeigt und das wird schließt sich auch zum Schluss, indem im Abspann dann die Version von Elton John nochmal kommt. Also diese Reprise, von der ich vorhin erzählt habe, also die Wiederaufnahme von Songs, das wird ab diesem Titel besonders deutlich, aber auch schon bei The Little Mermaid ist das, dass eben zum Schluss eben kein Finale gemacht wird, sondern einfach eine Wiederaufnahme von Songs, die man vorher hatte. Das hat natürlich verschiedene Vorteile. Erstens erkennt es der Zuschauer wieder, zweitens ist das sehr ökonomisch. Man braucht nicht noch was Neues zu komponieren. Es wird zwar neu eingespielt, in diesem Fall ja mit anderen Künstlern, aber trotzdem ist das eben eine Sache, die dann auch dem Ganzen so einen großen Bogen gibt, das dramaturgisch abschließt. Und hier passt es natürlich ganz besonders gut, weil es ja gerade um den Kreislauf des Lebens geht. Wir haben hier, obwohl es eben eine starke Orientierung an damaliger Popmusik ist, die sogenannte ABAC-Form, also mit Strophe und Chorus, von der ich vorhin erzählt habe, dass sie die älteste ist und die am weitesten verbreitete. Und das hat Elton John eben aufgegriffen, obwohl eben das ja eben schon eine alte Form ist. Aber es fällt einem nicht besonders auf, obwohl es anders von der Form ist als die meisten Popmusiktitel sonst. Ich komme nun zum ersten Song aus The Little Mermaid, den Sie ja dann auch ganz sehen werden nachher. Und eine typische Kategorie, die in vielen Disney-Trickfilm-Musicals auftaucht, ist der sogenannte I-Want-Song. Ich hatte Ihnen ja gesagt, es geht darum, die Motivation des Hauptcharakters aufzuzeigen. Und am besten hören wir jetzt mal rein und Part of Your World von The Little Mermaid. I-Want-Song. Und ach, das Schneewittchen wollte wieder. Übrigens bei Schneewittchen, das ist ein Stichwort. Bei Schneewittchen gibt es auch einen One-Song, nämlich gleich der erste Song in Schneewittchen, I'm Wishing.
also dann mal anders formuliert als I want, sondern I wish, ist auch ein typischer Bond-Song. Beim Dschungelbuch gibt es komischerweise keinen, aber wie schon erwähnt, jetzt eben im Little Mermaid und bei Lion King, da gibt es I want to be, I can't wait still to be King. Das ist eben auch ein One-Song. Also das sind so ganz typische, die ganz am Anfang stehen, meistens an zweiter oder erster Stelle, um eben die Motivation deutlich zu machen. Und es geht um eine wünschenswerte Zukunft, wenn man so will, auch eine Utopie. Ich hatte Ihnen vorhin davon erzählt, dass die Utopien in Filmmusicals eigentlich nicht Wirklichkeit werden. Aber wir sind ja im Märchen. Wir sind im Märchen beziehungsweise in einer Fabelwelt und hier kann eine Meerjungfrau auch sowohl ihre Beine kriegen als auch ihre Stimme behalten, was der gute Herr Andersen dann eigentlich nicht erlaubt hat. Aber hier haben wir das so. Hier kann alles wahr werden und da gibt es auch immer ein Happy End. Und deswegen ist das die Position noch ein bisschen anders als eben beim Filmmusical oder Bühnenmusical, weil hier werden wirklich Dinge erfüllt. Und wir kommen jetzt zum letzten Song schon. Nämlich der Nummer Under the Sea aus The Little Mermaid. Aus irgendeinem Grund geht da immer das Mikrofon aus, aber jetzt ist es, glaube ich, wieder an. Und zwar haben wir dort einen seltenen Fall einer wirklich ganzen, würde ich sagen, Production Number. Normalerweise ist so eine Production Number dadurch gekennzeichnet, dass das ganze Ensemble dabei ist. Das stimmt hier nicht ganz, weil eigentlich eine ganz wichtige Hauptrolle, nämlich die Meereshexe Ursula, die ist hier nicht zugegen. Auch der Vater von Ariel ist nicht dabei, aber sehr viele Charaktere und ein wichtiger Darsteller, eigentlich der Spion des Königs, Sebastian, singt dort den Song. Und es wird vor allen Dingen der Showcharakter ganz deutlich, insbesondere diese Szene, die ich Ihnen jetzt hier auch als Bild dort montiert habe, die macht eigentlich auch diesen Anschein von diesen typischen Jazzhands. Also kennen Sie bestimmt diesen Begriff Jazzhands, dass man eben so eine Pose macht. Und diese Posen und diese Anordnung findet man in Under the Sea die ganze Zeit. Und typisch ist eben auch, dass dort die Tiere dort entweder zu Instrumenten selbst mutieren oder dass sie sich andere Gegenstände als Instrumente benutzen und dass nach und nach immer mehr dort eben tatsächlich einsteigen in die ganze Szene. Es ist auch choreografiert, das ist auch typisch für solche großen Production-Namen. Und wir haben dann quasi Tanz integriert, wobei das so eine Sache ist bei Fischen, die ohne Beine sind. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist es äquivalent und wir haben dort außerdem eine Orientierung an der aktuellen Popmusik, beziehungsweise an Dingen, die dort relativ populär sind, den sogenannten Calypso. Der Calypso ist ja nicht wirklich irgendwie eine karibische Songform, sondern das ist künstlich geschaffen, um eben für ein Urlaubsparadies typische Musik zu haben und da vermeintliche Authentizität vorzuspielen. Aber das ist nie irgendwie ein authentischer Stil gewesen oder sowas. Aber er wird hier benutzt, um die typischen Assoziationen für Karibik hervorzurufen. Und schauen Sie sich den einfach mal an. Und ich komme jetzt auch schon zum Schluss meines Vortrags, weil nämlich ich wollte Ihnen ein kleines Resümee liefern. Ich habe jetzt natürlich nicht alle möglichen Disney-Trickfilm-Musicals angeguckt, sondern eine Auswahl getroffen. Dann wäre das ja auch ein bisschen überwältigend gewesen. Aber wir können feststellen, dass nicht alle Konventionen und Strukturen und Gestaltungsprinzipien von Filmmusicals allgemein übernommen werden. Zum Beispiel das mit dem Dual Focus, was dort Altman als ganz typisches Element feststellt, können wir eigentlich hier nicht feststellen. Es ist hier keine Parallelkonstruktion von jetzt Prinzessin und Prinz oder von in diesem Fall Nixe und Prinz. Aber wir haben auch also meistens keine Gegenüberstellung von Showbiz und Realität. Das heißt nicht, dass Showbiz oder solche Elemente wie Bühne nicht vorkommen oder angedeutet werden. Dann haben wir fast alle Songtypen aus Bühnen- und Filmmusicals werden übernommen, mit ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel die 11 O'Clock Nummer, die fällt weg. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass es ja kein Live-Publikum gibt. Es ist also nicht etwas, wo man auf die Situation des Publikums reagieren muss. Und dann, das habe ich eben schon angedeutet, das Aktfinale wird zumeist durch Reprisen von Songs ersetzt.
Also es gibt nicht nochmal so einen großen Auftritt des gesamten Ensembles, sondern das beschränkt sich entweder auf den Anfang, die Eröffnungsnummer oder eben so eine Production-Nummer, die mittendrin ist. Dann die Songformen passen sich zunehmend den Formen und Stilen aktueller Popmusik an. Die Tendenz, nehme ich an, wird auch weiter fortschreiten, genauso wie die Synergien, die es zunehmend gibt zwischen den Trickfilm-Musicals selbst, den Disney-Vergnügungsparks, den Disney-Bühnen-Musicals, die wiederum eine Ausführung oder eine Ergänzung der Trickfilm-Musicals sind und die dann wiederum die Vorlage für Disney-Realfilm-Musicals bilden. Also wir wissen nicht, wie sich diese Kette fortsetzen wird, aber auf jeden Fall ist es jedes Mal wieder ein Element, was der Vermarktung dienen kann. Und immer ist die Grundlage eigentlich auch mit die Musik. Nicht nur die Figurengestaltung, sondern die Musik. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren, bereichernden Beitrag. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten für die Diskussion. Also wie immer haben Sie die Möglichkeit, jetzt im Anschluss an das Gehörte, Gesehene noch Nachfragen zu stellen. Vielleicht haben Sie Anmerkungen, Kommentare, Nachfragen. Ich muss aus technischen Gründen heute hier vorne bleiben. Ich würde aber trotzdem gerne Ihre Anmerkungen, Kommentare, Fragen aufnehmen. Und bitte einfach um Ihr Handzeichen, dass ich das so ein bisschen im Saal steuern kann. Gibt es denn schon etwas von Ihrer Seite aus, was Sie gerne an Frau Professor Dr. Bulayan weitergeben möchten nach Gießen, an Fragen, an Kommentaren zur Disney-Film-Musical-Song-Thematik, über die wir gerade einiges gehört haben? Sonst sammeln Sie sich noch einen Moment. Dann hätte ich eine Frage. Und zwar, wir haben ja über diese Sehnsuchtssongs, nenne ich das jetzt mal, gesprochen. I Wish zum Beispiel bei Schneewittchen. Und Sie hatten gesagt, im Dschungelbuch gibt es das eigentlich nicht. Da hatte ich überlegt, wie sieht das denn mit I Wanna Be Like You aus? Also dieser jazzigen Nummer von dem King Louis. Die fällt nochmal in eine andere Kategorie, oder? Ja, das Problem bei dieser King Louie-Nummer, die hat ja sehr stark komische Charakter. Dadurch, dass dort nicht nur King Louie auftritt, sondern da ist ja auch noch der Bär Balu dabei und der tritt ja als falscher Affe auf. Und es ist, wenn man so will, ist es doppelt gemoppelt. Also einerseits möchte der Affe gerne ein Mensch sein und der Bär tut so, als wäre ein Affe. Und das Ganze ist dann auch, ich meine, das hat durchaus rassistische Züge, weil dessen war sich Disney übrigens wirklich bewusst, weil nämlich der Sänger des Affen, des King Louis, ist ein Weißer mit Absicht, mit Bedacht gewählt, weil man hat eigentlich an Louis Armstrong gedacht, deswegen auch der Name. Aber das hat man dann doch nicht gemacht, weil man dann doch zu offensichtlich wohl das Rassistische dahinter gesehen hat und hat dann lieber einen damals sehr populären weißen Darsteller genommen, der aber, wenn man so will, in Blackface-Manier dann eben wie ein Schwarzer gesungen hat. Und das ist natürlich eine problematische Sache, dass dann die Rolle des Affen von einem Sänger übernommen wird, der schwarz singt. Ja, finde ich einen sehr schönen Aspekt, also dass Sie da auf die Umbesetzung Louis Armstrong, Louis Prima Bezug nehmen. Ja. Und Sie haben ja auch noch was Schönes am Rande so ein bisschen en passant erwähnt, nämlich Terry Gilkison mit Ja. Look for the Bare Necessities, der ja Ja. völlig rausfällt eigentlich, weil der übrige Teil der Songs ist ja von den Sherman-Brüdern. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen. Naja, das ist, es war ja nun der letzte Film, wo Disney wirklich seine Finger noch drin hatte, weil danach konnte er nicht mehr, weil er ja gestorben ist. Aber es ist so, dass die hatten ja einen großen Stamm an Komponisten. Also es gab ja nicht nur, wir hatten jetzt zum Beispiel den Herrn Burns am Anfang mit Schneewittchen, wir hatten dort die Sherman Brothers, die Sie schon erwähnt haben. Und der Gilkinson war eigentlich auch ein Komponist, der ganz viel bei verschiedensten Projekten mitgemacht hat und der war wohl gelitten, aber der hat offensichtlich nicht die Konzeption getroffen, die Disney zu dem Zeitpunkt vorschwebte. Dieses Buch von Kipling hatte er in einer sehr düsteren Fassung dort ja, komponiert und das wollte er nicht. Das kann auch daran liegen, es gab ja schon vorher ein Dschungelbuch, ein Realfilm-Dschungelbuch und dieser Film war auch eher düsterer und mit sehr ja, anspruchsvoller Filmmusik. Und ich nehme an, dass da vielleicht Gildensohn auch nicht nachstehen wollte und sich da inspirieren lassen hat. Und
Aber das war dann eben nicht das, was Disneys Konzeption oder Ästhetik allgemein ist. Ich habe ja gesagt, das Primat der Disney-Trickfilm-Musicals ist Unterhaltung. Und es soll eigentlich nicht irgendwie zu eine Problembelastung da deutlich werden. Und das war eben das Problem, dass die zu düster wohl waren. Und deswegen ist dann entschieden worden, nur die, also die ganz neu zu komponieren, also auch von der Konzeption völlig neu, von den Sherman Brothers. Und ich finde trotzdem, dass man eigentlich den Unterschied nicht groß merkt, was auch damit zu tun hat, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen. Das Wesentliche auch bei Bühnenmusicals ist ja nicht nur die Komposition, sondern das Orchesterarrangement. Und da das immer abhängig ist von den jeweiligen Musikern und ihren Kompetenzen, aber auch davon abhängig ist, was vor Ort für Möglichkeiten sind, wie groß ist der Orchestergraben, wie viel Musiker kann man sich leisten finanziell und so weiter, muss das immer neu arrangiert werden. Und deswegen ist das, dass es dann doch homogen klingt, immer die Verantwortung der Arrangeure, die ich jetzt nicht extra erwähnt habe, aber deswegen ist dieser Unterschied nicht zu erkennen. Aber mir ist jetzt gerade beim Dschungelbuch noch mal deutlicher geworden. Das ist ja einer, der völlig neu vertont wurde in der deutschen Fassung. Und in Amerika ist das Dschungelbuch keineswegs der populärste Disney-Trickfilm. Das ist in Deutschland ganz anders, was unter anderem auch mit den exzellenten Musikern zu tun hat, die das vertont haben. Und das ist mir immer wieder deutlich geworden, sowohl bei Balu der Bär als auch mit King Louis, dass da eigentlich das hat schon einen Grund, warum die deutsche Fassung so extrem populär ist. Trotzdem wollte ich hier eben die originale Fassung ruhig zeigen. Aber auch in der deutschen Fassung wurde natürlich ein weißer Sänger genommen. Ja, das ist auch nochmal ein sehr schöner Aspekt, den Sie da ansprechen, den wir ja auch in der Ausstellung thematisieren. Die von Ihnen, die schon drin waren, haben es schon gesehen, mit der Heinrich-Riethmüller-Synchro vom Dschungelbuch und dann Klaus Havenstein in der deutschen Fassung für King Louis. Ich sehe eine Wortmeldung sehr gerne. Vielleicht können Sie sich so verständlich machen, dass ich die Frage für Frau Bullerjan wiederholen kann. Ja, vielen Dank. Also, ich wiederhole das kurz, dass Sie das alle verstehen, auch für unsere Aufzeichnung und natürlich, dass ich das zu Ihnen nach Gießen bringen kann. Also, es gab eine Nachfrage zu der Synchronisation und der Praxis der Synchronisation. Wie verhält es sich da insbesondere bei den Disney-Musicals, was die Songs angeht? Werden die auch synchronisiert oder werden die untertitelt in anderen Märkten? Also das ist ja auch ein sehr spezielles deutsches Phänomen, aber wie verhält sich das auch in anderen Ländern mit der Songübertragung in der Synchronisation? Also in Italien wird eigentlich auch synchronisiert, in Frankreich so oder so. Die sehen auch durchaus mal die englische Fassung. Also es wird ja auch in Deutschland nicht mehr unbedingt gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, der König der Löwen ist ja eigentlich, ich habe den sehen in meiner Originalfassung. Gibt es den eigentlich, ist er auf Deutsch? Ja. Ist Auch er die tatsächlich? Neuverfilmung 2019, letztes Jahr nochmal. Okay. Also es bleibt ein deutsches Phänomen und es wird weiter so gemacht. Es gab ja aber durchaus bei den Filmmusicals eine Mischung. Es gab dort durchaus Filme, die hat man ganz deutsch neu vertont und neue Sänger genommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dann Untertitel bei den Songs dann kommen und man dann die Originalstimmen hört. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Man muss dazu sagen, dass bei diesen Filmmusicals das eigentlich auch immer gar nicht so schlimm war, wenn das neu eingesungen wurde, weil die wurden sowieso schon im Synchronisierungsverfahren also gedubbt, also die wurden sowieso, wenn man dort Audrey Hepburn zu sehen war, dann hat man die nicht gehört, sondern das hat irgendeine andere Sängerin gesungen. Und das war bei vielen Rollen üblich, dass man eben getrennt das Gesicht und die Stimme angeheuert hat. Und deswegen war es dann auch nicht schlimm, wenn man dann eine deutsche Stimme genommen hat. Aber davon ist irgendwann Disney und aber auch andere Filmmusik sind davon abgerückt. Und ich meine, bei Trickfilmen ist es ja sowieso da, so, da muss die Stimme geliehen werden, weil es sind ja, die werden ja erst im Leben erweckt durch Bewegung und eben durch die Stimme. Und ich glaube, dass bis auf ein paar europäische Länder es kaum welche gibt, die es tatsächlich so machen mit der Synchronisierung. Ich glaube, auch im asiatischen Raum, da kenne ich mich nicht so gut aus, wird das nicht gemacht.
Es ist im asiatischen Raum, wenn man vor allen Dingen auch auf Bollywood denkt, haben wir sowieso wieder die Tradition, wie beim alten Filmmusical, beim alten amerikanischen Filmmusical, dass von vornherein getrennt gecastet wird. Einerseits eben die Person, die spricht, und eben der Sänger ist dann sowieso jemand anders. Ja, vielen Dank. Vielleicht nur als Ergänzung zu Ihrer Nachfrage darf ich Sie noch hinweisen, wir haben ja auch ein digitales Begleitprogramm zur Ausstellung und da finden Sie auf der Webseite verschiedene Interviews und in der kommenden Woche gibt es ein Interview mit Thomas Amper. Der macht seit ungefähr 2 Jahrzehnten die deutschen Songbearbeitungen für die deutschen Disney-Synchronfassungen und er plaudert da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie er damit umgeht. Also zum Beispiel, welche Originalelemente der Tonspur er aufgreift und wie das mit der Eindeutschung, mit den Texten zum Beispiel ist, wie er mit den deutschsprachigen Sängerinnen und Sängern arbeitet, das nur als Ergänzung, als Ausblick. Ja, Hier doch, eine vor, Ergänzung, ja, bitte Entschuldigung, eine gerne. kleine Ergänzung, weil nämlich es ist ja so, dass zu Anfang auch diese Trennung des Synchronisierens gar nicht möglich war. Bevor das Tonband erfunden war und auch kommerziell oder überhaupt im praktischen Gebrauch nutzbar war, da war alles auf Lichtton, und wenn man das eben austauschen will, dann ist alles weg. Da ist die Sprache weg, da sind die Geräusche weg und eben alles an. Wenn das eben gleichzeitig stattfindet, muss man auch alles neu synchronisieren. Und deswegen hat man oft darauf verzichtet, den Score zu übernehmen. Ich habe das noch nicht genau kontrolliert bei allen Disney-Trickfilm-Musicals, aber ich wette darauf, dass vor den 50er Jahren oft genug der Score einfach ausgetauscht ist für die deutsche Fassung, und da steht dann eben der entsprechende Komponist, und in Wirklichkeit hören wir irgendeinen anderen deutschen Komponisten, der das da komponiert hat und was dann eingespielt wurde. So ist die Praxis durchaus beim klassischen Hollywood-Film bis in die 50er Jahre hinein. Vielleicht wissen Sie das von Citizen Kane. Ich meine, das ist ja ein ziemlich berühmter Film. Den gibt es in verschiedensten Synchronfassungen, Italienisch, Französisch und Deutsch und so weiter. Und jedes Mal ist eine andere Hintergrundmusik, obwohl auf dem Titel Dick Burnett Herman steht. Ist aber nicht drin. Hier vorne gab es noch eine Frage. Ohne diese Übersetzung von dieser Synchronisation von dieser ganzen Geschichte, man konnte die Geschichte von dem ganzen Film nicht verstehen, konnte das nicht folgen. Und auch die alte so Synchronisation wurde auch neu gemacht, damit auch wenn man nicht eine so ganz neue oder ganz erklärte so Stimme hatte, auch wurde dieser neu synchronisiert mit anderen Schauspielern, die das machen könnten. Und auch in den asiatischen Ländern, so ich meine weltweit. Also es gab noch einen ergänzenden Kommentar zur Synchronisationspraxis weltweit, aber keine Nachfrage. Gut, dann haben wir ja jetzt noch einen Film vor uns. Also ich sehe im Moment jetzt keine weiteren Handzeichen. Wir machen jetzt noch eine kurze Umbaupause von 3 bis 4 Minuten. Sie haben die Möglichkeit, sich noch mal kurz zu erfrischen. Wir haben jetzt noch 83 Minuten Langfilm vor uns. Wenn Sie den Saal verlassen, das nur als Hinweis zum Ablauf, denken Sie bitte an Ihre Mund-Nase-Bedeckung, damit wir auch weiterhin gesund hier Kino machen können. Und bevor wir das tun und gleich dann The Little Mermaid aus dem Jahr 1989 in der amerikanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln hier auf der großen Leinwand erleben, möchte ich ganz herzlich nochmal unserem Ehrengast heute Abend virtuell ausnahmsweise nach Gießen danken. Vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Professor Dr. Claudia Bullerjahn. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dann werde ich jetzt mich ausschalten, ne? Prima, das machen wir auch. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.